So, hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ist gleich im Anschluss, ich habe keine wichtige Nachricht bekommen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir reden nochmal mit den Schrauben. Mit Harvey. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja. Was genau meinst du mit tempomorphen? Tut das weh? Klar. Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Ja, vielleicht. Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? Das nicht. So ähnlich. Yippie! Ja! Ja, ich trink mal eben was. Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. So. Okay. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Alles klar. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert oder... Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann? Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Alles klar. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf die Leiste im unteren Bildschirmrand ablegen. Okay. Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als er die Hintergründe gezeichnet hat, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch so. Naja, ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben. Hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war. Was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Ach, das ist okay. Ich habe schon mal in der Zwischenzeit, wie er bei Poki gerade gelabert hat, ein paar Sachen hier unten reingezogen, die ich jetzt bisher gesehen habe. Klinke noch. Tür geht nicht. Hier sind Schrauben. Okay. Hier ist noch ein Schlüsselloch. Und das war's dann sogar. Okay. Können wir jetzt mit allem reden? Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Oh. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Okay. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los.
bald. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Dann könnten wir jedenfalls ein Feuer machen. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Jo. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. Oh Mann, ey, nice. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Oh. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Ich konnte gerade nicht... Lol. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Ich war gerade mit der Maus aus dem Bildschirm raus und auf einem anderen Bildschirm und ich konnte einfach mit der Maus nicht weiter rein. In das Spiel wieder reinklicken, sag ich mal. Lol, das war nice. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Hey, Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Ja, dann machen wir erstmal Edna. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja, klar. Yippie. Yippie. Ich will die Spinnen nicht stören. Okay. Ich will die Spinnen nicht stören. Okay. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Reden. Was stehst du da rum? Mach dich nützlich. Nö. Okay, die Hacke können wir schon mal nehmen, das ist nice. Der gute alte Ofen. Er würde ja doch nicht antworten. Aber mit allem anderen redest du denn jetzt? Autsch! Heiß! Ah, okay, aufmachen können wir das nicht, dafür brauchen wir bestimmt die... Okay. Heiß. Ansehen das Fenster da oben. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo? Mann, das ist doof, dass die Musik so laut ist. Nehmen? Ich komm nicht dran. Okay, können ja die Hake mit Feuerholz. Die Hake ist doch noch gut. Okay, Hake mit Ofen. Nein, die Hake ist doch noch gut. Okay, also wir sollen ja auf jeden Fall das Fenster da oben aufmachen mit der Hake, aber das machen wir gleich. Gucken uns erstmal die Marmelade an. Lieber nicht, ich kann diese Marmelade nicht ausstehen. Oh. Lieber... Was? Lieber beiße ich in einen Heuhaufen. Okay. Okay, dann sehen wir uns erstmal alles an. Eingetrocknet? Kann Öl überhaupt eintrocknen? Vielleicht? In diesem Regal steht offenbar nichts Nützliches. Habe ich mir jetzt das Regal oder die Tücher angeguckt? Das ist die Tücher, ne? Ja. Leer. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Bewahrt mein Vater denn gar nichts Nützliches hier auf? Ja, schaut nicht so aus, ne? Mein Vater wollte seit Urzeiten den Schuppen streichen. Jetzt sind die Farben vertrocknet. Das könnte uns ja noch weiterhelfen. Reden mit Öl. Du bist schuld an beiden Irakkriegen. War euch kein ehrenvolles Ende beschieden?
Ist da jemand drin? Nein, ich bin vollkommen leer. Okay. Wer rastet, der rostet. Wow. Hallo da oben. Wieso antwortet mir eigentlich niemand? Da kommt nichts mehr raus. Ja, nimm doch trotzdem die Dose mit, Nedna, Mensch. Die Motten wollten sie nicht, dann will ich sie auch nicht. Okay, dann nicht. Bin wieder aus dem Bildschirm draußen, Alter. Leer. Meine Güte. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Doch, das weißt du nicht. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Oh. Da kommt nichts. Okay, das hatten wir schon. Wozu? Um ihr Staub aufs Gesicht zu tupfen? Ja. Das ist die neue Schminke. Wozu? Der ist leer. Schminke 2K17. Die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Ich komme nicht an. Die Marmelade muss nicht gehakt werden. Weißt du's? Hast du sie gefragt? Nein, Edna, hast du nicht. Meine Ölfelder kann ich auch später noch haken. Wenn ich anfange, Tücher zu haken, dann lande ich am Ende noch in einer Irrenanstalt. Ja, das wäre ja ein bisschen doof, ne? Da muss nicht gehakt werden. Da würde auch Haken keine Ordnung reinbringen. Sicher? Die können ruhig da oben bleiben. Haben wir eigentlich Hotkeys, so 1, 2 oder 3 oder so als Hotkey? Ich weiß, nein, haben wir nicht, schade. Das wäre was, ey. Vielleicht A und so? A? N? U, W, E? Nein, schade. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Ich würde sagen, weiß nicht. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Ui. Wow, das ist unsere alte Küche. Warte mal. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. War nicht links die Tür zum Keller? Warum konnten wir dann von der gegenüberliegenden Seite unser... Ach, egal. Die Türklinke, nein, ich frag nicht. Verspottet mich. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Das ist eine exzellente Frage. Hallo? Papa? Niemand hört mich. Ich sollte immer erst klicken, wenn ich mit Reden fertig bin, glaube ich. Du wirst mich nicht aufhalten können, böswillige Klinke. Harvey hat mir versprochen, dass wir hier rauskommen. Und ich vertraue ihm. Das ist gut. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Doch, du kannst das. Irgendwie. Da steckt nichts drin. Verschlossen. Was auch sonst. Ist nicht benutzen so fast das gleiche mit eigentlich wie nehmen? Händen? Ja, so. Keine Chance. Da bräuchte ich schon den Schlüssel. Es bringt die besten. Also, ist nicht das gleiche, aber. Verschlossen. Was es auch bringt sonst? Die meisten. Oder die gleichen Interaktionen meistens, glaube ich mal. Die eignet sich primär zum Laubhaken. Und weniger, um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Ja, mit den Spitzen vielleicht. Vielleicht ist das ja eine Superhake oder so. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen einer Harke und einem Schlüssel. Nee. Die Gesetze der Hebelkraft verraten mir, dass das vollkommener Unsinn wäre. Okay. Gut, dann können wir jetzt die Harke erstmal mit dem Fenster benutzen. Ups. Harke mit Fenster. Ansehen. Heute scheint ein schöner Tag. Achso, nee, warte mal. Harvey? Raus. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Oh, okay. Ja, das ist doch schon viel näher an dem, was ich eigentlich wollte. Und zwar die Kindheit als naiv überzeichnet fröhliches Paradies sozusagen. Auch wenn Edna im Keller eingesperrt ist, hat sie doch eine Erinnerung an eine goldene Kindheit, die allerdings ohne sie stattgefunden hat, unfairerweise. Und jetzt steuern wir Harvey dadurch und können uns die Nachbarn angucken und alles ist normal und gut bürgerlich und ja, viel Spaß beim Erkunden. Danke, werden wir glaube ich haben. Sonne! Hier unten nochmal nach hinten gehen, okay. Da sitzt ja wer. Der linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme?
Ich verstehe das nicht. Weiß ich nicht. Den Sonnenschirm können wir schon mal nicht nehmen. Zeitung. Artikel 1, 2. 1, 2 und 3, okay. Ja, der Bussi Bär Observer, der kommt aus meinem ersten Versuch eines Online-Blogs, wo ich halt versucht habe, in regelmäßigen Abständen halt so kleine Artikel zu Ereignissen, die niemals geschehen sind, zu verfassen. Auch das Hermann-Löns-Institut und ja, mehrere andere Sachen, die hier am Rande auftauchen und eigentlich sonst gar keine weitere Relevanz haben, stammen aus diesem Blog und ich habe da so eine kleine Society aus Pseudowissenschaften aufgebaut und vielleicht mache ich irgendwann nochmal das Hermann-Löns-Institut-Spiel. Ich mag die Leute. Wahrscheinlich wird daraus wohl nichts. Ich glaube, niemand interessiert sich wirklich für Sprachwissenschaftler, auch wenn sie endlich Isel auf Ocken reimen können. Oder ist das schon Hollywood? Ich gehe mal ran. Okay. Wollen wir das mal alles durchlesen? Ich glaube schon. ALI entwickelt neue Reime. Alles klar. Im Nanosilbenlabor des Hermann-Löns-Instituts für angewandte Sprachwissenschaften gelang es Forschern aus dem Fachbereich Chaosphonetik, drei neue Reimpaare im Satzteilbeschleuniger zu isolieren. Künftig wird es also auch die Endsilbe Eng auf Ittel reimen, Ussel auf Egel und Isel auf Oggen. Mit diesen neuen Erkenntnissen erhält die Dichtkunst drei wichtige neue Kombinationen. Und um komplexe Sachverhalte wie der Schaffner war ein Schussel, vergaß er doch das Segel. Oder es dachte sich das Wiesel, ab morgen gehe ich joggen. In Reimform auszudrücken. Alles klar. Kastaniendieb wieder entkommen. Am gestrigen Donnerstag ist der berüchtigte Kastaniendieb aus der Haft entflohen. Die Polizei vermutet, dass es ihm gelang, mit einem abgenagten Zehennagel die Verschraubung des Nassbereichs der Gefängnisbibliothek zu lösen. Die Vermutung basiert auf dem Grund eines Zehennagels. Okay. Mysteriös Linkshänder mit Rechtshänderschere erstochen. Was für eine Ironie. Okay, das lese ich nicht nochmal durch. Es war nur der Artikel, glaube ich, den wir komplett auch lesen konnten. Aus schreit Kongress der. Esst mehr Obst. Okay. Nein. Alfred. Eis? Kann ich das Eis auch nehmen? Nee, nur Alfred. Hier kann ich... Oh, Poki will hier auch noch was zu sagen. Alles klar, oh. Mathis und Poki. Hier... bin ich wohl sehr, sehr schnell gewesen, was das Schreiben der Story anbetrifft. Sonst wäre mir sicherlich irgendwie was Besseres eingefallen, außer Alfred und Mathis essen zusammen Eis. Irgendwie hat mich das immer so ein bisschen an dem Spiel gestört, dass halt irgendwie der erste große Störer im Spiel halt noch so total harmlos ist. Da hätte man eigentlich schon einen richtigen Störer draus machen können, dass die irgendwas Fieses tun, wirklich Edna gegenüber, außer Eis essen. Oh, sie essen Eis ohne Edna. Edna darf nicht mit Eis essen. Das stört. Fließt denn hier gar kein Blut in dem Spiel? Alles klar. Poki will in seinem Spiel Blut haben. Kann ich doppelt hinklicken oder so? Nee. Alles klar, dann... Hintertür. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Das kann er nicht mit dem... Nee. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Okay. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten? Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. Ja, bisschen. Draußen ist wunderschönes schlecht. Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. So, der Artikel machen wir als letztes. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater,
dein eigen Fleisch und Blut. Hock zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Glaube ich auch, ey. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich... Schieß los. Mathis hockt und es kommt beide haben. Das kann ich... Ja gut, das hatten wir schon. Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.